Hallo und herzlich willkommen hier bei Magenta Moon an diesem Sonntagnachmittag, sowohl im Livestream als natürlich auch hier vor Ort in Berlin. Bei uns geht es jetzt schon seit einer Woche in Panels, Talks und Workshops immer wieder um Themen wie Gaming, digitaler Schulunterricht, digitale Teilhabe. Aber wir haben auch immer wieder die Möglichkeit, hier KünstlerInnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Und deswegen freuen wir uns auch besonders jetzt gleich auf unseren nächsten Workshop mit Bertil Mark. Er ist, kann man schon so sagen, ein kreatives Multitalent, weil er einerseits als Schlagzeuger und Produzent unter anderem schon für Künstler wie Thomas D., Gentleman und Clouseau gearbeitet hat, gleichzeitig aber auch Bühnen- und Lichtdesigner ist, und für seine Arbeit wurde er sogar schon ausgezeichnet mit dem Deutschen Bühnenpreis Opus in der Kategorie Lichtdesign für die Tournee Letzte leise Reise von den Sportfreunden Stillern. Zu seinen Kunden in dem Bereich zählen keine wenigeren als die Ärzte, die Beginner, Till Lindemann, Sarah Connor oder The No Twist. Und Bertil Mark wird uns gleich in die Welt des Bühnen- und Lichtdesigns ein bisschen Einblick geben und uns ein bisschen erklären, wie er arbeitet, vom kreativen Prozess bis dann auch zur finalen Umsetzung. Und ja, wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Guten Tag, ich bin online. Ich grüße euch. Ja, ich probiere einen kleinen Einblick zu geben. Es ist sehr abstrakt für mich, weil das natürlich eine große Summe an Kleinigkeiten bedarf, wie ich auch arbeite. Wie eben schon gehört, komme ich aus der Musik. Das heißt, mein ganzes Lichtdesignerschaffen ist auf Musik begründet. Darum mache ich auch fast ausschließlich Lichtdesign für Bands und für Musik. Und Lichtdesign heißt ja auch ein bisschen mal mit Licht, Fotografie, es kommt dort alles zusammen. Das heißt, man zeigt Dinge, man lässt Dinge verschwinden. Und ich glaube, ein großer Punkt ist wirklich auch, was zeigt man mit Licht und wie zeigt man das mit Licht? Ich werde probieren, ein bisschen eine Strategie einzufließen zu lassen von Brian Eno. Der hat Ende der 70er Jahren mit den Peter Schmidt ein kleines Kreativkartenspiel entwickelt. Ne? Die haben sehr viel mit dem deutschen Produzenten Conny Plank rumgehangen in der Nähe von Köln in ihrem Studio und haben dort bahnbrechende Musikstile und neue Genres entwickelt. Und die haben ein kleines Kartenspiel gebastelt, das heißt die Oblique Strategies, also die schrägen Strategien. Ne? Und das ganze Ding hat damit zu tun, dass wenn man in einer Kreativdepression, wenn man einen großen Block im Kopf hat, ne, und da nicht weiterkommt, haben sie ein kleines Kartenspiel entwickelt und die Idee war, man mischt die Karten, man zieht eine Karte und man muss befolgen, was auf dieser Karte steht. Ne? Also hier benutzt eine alte Idee oder schaut in einer anderen Anordnung auf die Sachen, die ihr schon geschaffen habt. Ne? Was würde dein engster Freund tun in der Situation? Oder einfach Wasser. Und darauf begründet habe ich ein bisschen den Vortrag aufgebaut. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ich eine Anfrage bekomme von meinen Künstlern, anzufangen und darüber nachzudenken, warum bin ich überhaupt da? Um was geht es hier? Ja? Bin ich da, weil ich eine Installation machen möchte? Habe ich Akteure auf der Bühne? Baue ich da einen rum? Was soll das Lichtdesign machen? Ne? Normalerweise gibt es immer eine initiale Inspiration. Und ich probiere, eigentlich abstrakte Emotionen zu erzeugen, die aber die Menschen, die dorthin kommen, auf die Konzerte, jeder für sich bewegen lässt und dass sie das erleben können. Weil umso abstrakter es ist, kann jeder für sich das erleben und seine eigene Interpretation der Show schaffen. Ne? Umso mehr, manchmal ist es auch wichtig, manchmal gebe ich auch Dinge explizit vor, weil ich will, dass es um diese Emotionen geht und dass alle in dem Raum das genauso erleben. Aber eigentlich probiere ich, das immer sehr allgemein zu fassen, dass jeder für sich seinen eigenen, wir nennen es mal Film, erleben kann auf dem Konzert oder bei der Inspiration. Die eben schon kurz angedeutet, ich komme aus dem Touring-Bereich.
Das heißt, ich fahre ganz oft mit Künstlern auch auf Tour und bediene dann das Licht. Und wir haben ja wahnsinnig viel Equipment zur Verfügung. Ne? Hier sieht man ein bisschen andere Kulturen, andere Sitten, andere Equipment-Sachen. Aber prinzipiell ist es eigentlich egal, was für Art von Licht wir auch einsetzen. Ne? Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Lampenarten. Die Technologie ist natürlich sehr fortgeschritten. Mittlerweile gibt es batteriebetriebene Lampen, die man auch über Wireless-Interface ansteuern kann. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht in dieser Einfachheit. Und überhaupt, um so Equipment ansteuern zu können, sehen wir hier zum Beispiel eine kleine Form, eine portable Form von einem Lichtpult. Und zwar eine Lampe kann man sich ja so vorstellen, dass es ein Kanal ist. Das heißt, ich mache die Lampe an, dann habe ich einen Kanal, der zum Beispiel diesen Dimmer anmacht und ich kann dann mit einem Fader kann ich die Intensität steuern. Es gibt manche Lampen, die können auch Farben wechseln, wie wir das hier eben gesehen haben. Das heißt, ich habe dann hier ganz viele Dinge in meinem Pult, das mittlerweile natürlich weitergegangen ist, wo ich auch die Möglichkeit habe, darauf einzugehen und dann auch Farben ändern zu können, indem ich dann sage, du Lampe, wir nennen dich jetzt mal Nummer 1, du sollst nicht mehr weiß sein, sondern du sollst rot sein. Ich stelle das hier ein, ich speichere mir das ab, dass es rot ist und kann das dann immer wieder aufrufen. Und je komplexer mein kleines Programm wird, umso mehr ich das befülle mit Leben, umso mehr kann ich darauf eingehen und kann das in meiner Show einbauen. Ja, das ist dann auch ein bisschen Konzept, wenn ich mich entscheide, meine Show soll aber nur warmweiß sein, ne? Das hier ist warmweiß, warmes weißes Licht, dann ist das meine Entscheidung und das ist meine Konzeption. Wenn ich sage, heute mache ich nur eine blaue Show, das sind alles Dinge, die ich vorher festlege, im besten Falle mit dem Künstler auch. Und wir kommen zusammen und erschaffen quasi das Ding. Dieser Prozess, nicht zu denken, sondern im Fluss zu sein, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele Entscheidungen, ob das beim Musikproduzieren ist oder beim Lichtmachen. Hinterher werde ich das nicht mehr wissen, was ich gemacht habe. Ich treffe in dem Moment die Entscheidung, um quasi das ganze Ding weiterführen zu können. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, Weg des Erschaffens, auch sehr entscheidungsfreudig zu sein, weil sonst kommt man nicht weiter, sonst bleibt man quasi in diesem Block oder man dreht sich im Kreise, ganz einfach. Ne? Für mich war immer die Herangehensweise, weil ich das auch nicht gelernt habe, ich bin ein kompletter Autodidakt, das heißt, ich lerne wirklich nur durch die Summe meiner Erfahrungen immer weiter. Ich habe immer einen sehr, wie man schon ein bisschen sieht, auch einen sehr spielerischen Ansatz zu den Dingen. Ich nehme das nicht so ernst erstmal und probiere da wirklich mich in einen Tunnel zu begeben, wo ich erstmal die ersten Ideen auch ausformuliere. Und erste Ideen, es kann wirklich alles sein. Ne? Es kommt immer die Frage, was ist die Inspiration? Inspiration ist heute hier zu sein. Ich sehe etwas, ein Pattern, ich sehe eine Farbe, ich sehe Menschen. Es kann eine Interaktion, ein Gespräch sein, das bei mir wirklich dann eine Inspiration auslöst. Und ich habe immer so ein kleines Buch und da probiere ich dann ein paar Dinge aufzuschreiben, mir zu merken, auch unterwegs oder natürlich auch das Telefon. Das ist ganz, ganz wichtig. Kurze Ideenblitze in einer abstrakten Form kurz niederzuschreiben. Es hat ein bisschen auch mit Achtsamkeit zu tun, weil es ist alles auch die Interaktion mit Menschen, es ist alles ein energetischer Prozess. Ich probiere natürlich bei meiner Arbeit meine Inspiration weiterzugeben, die mich mal erreicht hat, an die Menschen, die dort reingehen. Das heißt, ich probiere natürlich erstmal positive Vibes zu erzeugen, auch mit dem Licht und mit meinem Schaffen. Das heißt, es ist wenn ich in diesen Kreativprozess reingehe, ist das wirklich ein sehr achtsamer Prozess, wo ich auch wirklich entscheiden muss, okay, das ist eine Energie, die passt da nicht rein, die ist destruktiv, die hilft mir nicht, dann auch bewusst zu sagen, okay, vielleicht mal ein anderes Mal, das ist nicht das Richtige für jetzt,
sondern ich probiere da wirklich sehr positiv zu bleiben und schöne Dinge den Fokus drauf zu legen. Nicht auf die großen, es gibt immer eher große negative Dinge, es gibt immer wenige kleine Dinge. Ich bin eher ein Typ, der probiert, diese wenigen kleinen Dinge dann sich rauszupicken und damit weiterzuarbeiten. In meiner Arbeit habe ich das Glück, sehr viel die Welt gesehen zu haben bis dato. Aktuell ist das alles ein bisschen auf einen Pauseknopf gedrückt. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel große Inspiration in der Welt, wenn man offen ist, wenn man offen auf andere Kulturen geht, kriegt man sehr, sehr viel mit von den Kulturen und kann das auch immer wieder mitnehmen, um in seine Kunst zu verarbeiten. Und man muss, also diese Reisen und das Arbeiten im Ausland bedingt ja auch, ich habe jeden Tag neue Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Aber jeder hat quasi auch seine eigene Art, wie sie, jede Kultur hat eine eigene Art, wie sie mit Dingen umgeht. Und ich fand das immer sehr, sehr großartig, die Möglichkeit zu haben, mich locker zu machen und ganz viel von diesen Kulturen mitzunehmen und wieder einfließen zu lassen. Wir bleiben bei den Ideen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Ideen, wenn man probiert, auch ein bisschen auf seine Intention zu achten. Man kann die ganze Zeit, gibt es Ideen, die man nehmen kann. Und es gibt dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Inspiration über die Jahre. Also ich habe, genauso wie ich so ein Notizbuch habe, habe ich auch ein virtuelles Notizbuch in mir drin, dass ich die ganze Zeit am Füllen bin, weil ich bin einfach auch ein sehr visueller Mensch. Und es kommt immer der Moment, wenn man anfängt, etwas auszuformulieren, du weißt gar nicht genau, ist das jetzt deine eigene Idee? Ist das eine Inspiration, die schon am Start war? Das ist aber auch nicht wichtig, weil ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man das weiß, dass man quasi voll, liebevoll gesagt, vollgemüllt ist mit Momenten und Inspirationen, die man aber rauslassen kann. Es gibt ein schönes Buch von Austin Kleon, Steal Like an Artist, also klauen wie ein Künstler. Und man sieht das hier ein bisschen. Ne? Ich sehe etwas. Lohnt es sich, das zu klauen? Ne? Ja. Das heißt, ich nutze diese Idee und das, was ich Anführungszeichen geklaut habe, und probiere daraus etwas Eigenes zu machen. Also ich probiere es nicht so zu klauen, wie ich es gesehen habe, sondern ich probiere das in mein System mit der Summe an meinen ganzen Aspekten zu nehmen und daraus dann etwas Eigenes zu machen. Ne? Also ich imitiere es eher, anstelle es komplett zu klauen, ne? Weil das ist ja mein Ding. Ne? Wenn ich das gemacht habe, dann kommt der nächste Schritt, dann geht es wieder weiter auf die Suche. Wenn sich die Idee nicht lohnt zu klauen, ne, dann gehe ich zur nächsten Suche. Also es ist wirklich ein Kreislauf, in dem ich mich die ganze Zeit befinde. Ne? Für wann ist das? Sehr, sehr viele Künstler arbeiten mit Druck irgendwie am besten, weil sie nicht die Zeit haben, sie treffen die richtigen Entscheidungen, sie sind am Start, sie sind effizienter, umso mehr sie in den Tunnel gehen und nicht von außen irgendwelchen Input bekommen, umso geradliniger und besser können sie arbeiten. Und ich habe das hier gefunden, ich finde das ist ein sehr gute Bezeichnung zu dem Ganzen. Ne? Man hat eine Zeit, in der man ein Projekt abschließen muss, ein Design machen kann. Man ist erstmal ganz, man fängt easy an und ne, man wird abgelenkt, man macht das, ach, dann gucke ich doch noch den Film und wie auch immer. Irgendwann merkt man, shit, das ist ja morgen. Wo ist denn die ganze Zeit hingegangen? Dann geht es total ab. Man wird total gestresst, man kriegt totale Panik, ne? Der Körper, man muss auslenken. Und dann ist das aber natürlich die produktivste Phase, weil man wirklich super geradlinig die richtigen Entscheidungen trifft und ganz konzentriert an diesen Sachen arbeitet. Das ist ein schöner Prozess. Ich probiere seit Jahren, diesen Prozess zu durchbrechen. Es klappt einfach nicht. Keine Chance. Gehört dazu. Es gab einen französischen Autor, das ist der André Gide,
der hat gesagt, alles ist schon mal gesagt worden, da aber niemand zuhört, muss man es immer wieder vom Neuen sagen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr ein gutes Beispiel dafür, wie wir alle arbeiten. Wir haben unsere Bühnen, ne? Wir haben geraden Linien, wir haben Abweichungen, wir haben eine gewisse Art von Equipment, es gibt Trassen, es gibt Technik, wo die Lampen angehängt werden müssen. Das sind alle Standards, ne? Und wir probieren immer in einem Kleinen das immer wieder irgendwie aufzulösen. Also ich probiere das. Es gibt andere Designer, die haben eher einen Fokus auf Technik, die machen dann eine andere Art von Design. Es gibt Designer, die sind eher Lichtplaner, da geht es dann auch um Raumbeleuchtung. Ne, da gibt es sehr, sehr viele Facetten. Ich probiere quasi trotzdem, obwohl ich Standardtechnik so benutze, immer irgendetwas organisch, ein bisschen anders zu machen, um auch jedem Projekt seinen eigenen Look, seinen eigenen Raum zu geben. Ne? Das heißt, wenn ich ein Design mache, ist es für mich eigentlich ein Inspirationsremix, den ich dort auf die Bühne bringe. Kleine Summe ihrer Teile ergibt in dem Fall, im besten Fall natürlich was Neues, vielleicht manchmal auch etwas Innovatives. Und die Inspiration, um das abzuschließen, ist, glaube ich, immer etwas, was man in sein Leben lässt. Das benutzt man in dem Moment, je nach Lebensphase auch, hat man bestimmt einen anderen Fokus. Und das ist, glaube ich, wenn man als Künstler arbeitet und die Anfrage bekommt, muss man das auch immer abwägen, wie viel lässt man auch auf seinem Leben dort einfließen. Ne? Immer eine gute Balance finden. Work at a different speed. Das heißt, man kommt manchmal in Situationen, dass man nicht in seinem normalen Abläufen arbeiten kann. In seinen normalen, man wird ja besser, ne? man wird immer schneller mit manchen Dingen und so weiter. Es gibt aber oftmals Situationen, da kann man leider nicht so arbeiten, leider in Anführungszeichen, weil die Situation das nicht zulässt. Und es gibt immer Dinge, die sind besonders. Zum Beispiel, wenn ich in ein Theater komme. Das Theater ist eine Institution, man kann da nicht so arbeiten, wie man das sonst auf Rock'n'Roll-Bühnen machen kann, weil man arbeitet mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten zusammen. Oftmals ein Schichtbetrieb, das heißt, du arbeitest morgens mit anderen Leuten zusammen als am späten Nachmittag. Wenn es schlecht läuft, musst du deine Sachen zweimal erklären, weil der, dem du alles eigentlich schon vorbereitet hast, ist dann auf einmal nicht mehr da, hat das seinem Kollegen nicht weitergegeben. Und was auch schön ist, in diesem Kontext, manchmal gibt es auch Situationen, man kommt hin und dann kriegt man gesagt, ach, und heute nehmen wir übrigens noch eine kleine DVD auf oder heute gibt es einen Livestream, was vorher nicht da war. Das heißt, das sind alles Situationen, wo man das nicht so machen kann, wie man es vielleicht gerne machen würde. Und das ist ein bisschen, in meinem Fall, ist das meine Spezialität geworden. Da hilft mir vielleicht mein Musikerdasein und meine Offenheit. Ich kann wirklich, auch ohne Musik zu kennen, habe ich keine Angst davor, mich in das kalte Wasser zu werfen. Und ich werde trotzdem eine gute Show machen, weil ich dort mit improvisieren werde. Und darum, das Bild ist eigentlich sehr schön. Und das ist auch egal dann in dem Moment, was man für eine Technik zur Verfügung hat. Weil ich weiß ja, was aus mir rauskommt. Ich weiß, was ich machen möchte. Und es ist immer... Dadurch gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Shows. Es gibt Shows wie in meinem Theaterstück das, oder in einem Musical, ne, das ist komplett durchgetaktet. Jede Szene ist gebaut vorher, man hat sich Gedanken drüber gemacht, es ist völlig auf den Punkt. Es gibt andere Shows, da ist es wie da geht es los, das Licht geht aus. Ich mache mein Licht an und dann beginnt die Reise und man weiß vorher auch nicht, was passiert. Ich bin sehr froh, dass ich in der Lage bin, darauf einzugehen, weil das ist eigentlich auch der lustigste oder der bereicherndste Teil in meinem Arbeitsschaffen. Darum auch ein bisschen, dass ich Licht spiele, ne, wie ein Musikinstrument. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mit Christian Järvi zusammenzuarbeiten, ein sehr, sehr weltbekannter Dirigent,
der auch aus einer sehr hochgradigen Klassikfamilie stammt, der angefangen hat, der sich, glaube ich, dachte, ich habe keine Lust mehr auf diesen hell beleuchteten Konzerthaus, Bühnen dieser Welt zu spielen. Ich will auch spacen, ich will auch Atmosphäre, ich will auch Dramaturgie, ich will das spüren auf der Bühne. Und wir haben angefangen, Klassikmusik zu kombinieren mit meinem, ich nenne es jetzt mal, meinem Pop-Dasein. Und da ich ja ein Musiker bin, der das aber auch nie gelernt hat, das heißt, ich kann keine Noten lesen, gab es da sehr lustige Momente. So, brauchen Sie die Partitur, Herr Marc? Nee, das geht auch so. Und ich mit meinem Kollegen Philipp, der hier auch Visuals macht, kreieren wir wirklich so eine Rock'n'Roll-Show, obwohl wir aber Klassikmusik machen. Und er geht aber auch ab, auch das Orchester, ist ein junges Orchester, das kann aufstehen, das kann, mittlerweile fängt es an, Stücke auswendig zu lernen. Das heißt, wir können so viele Kontraste auf einmal schaffen und die Musik auch ganz anders, in einer ganz anderen Tiefe auch darzustellen. Es ist immer ein irrsinniger Ritt. Und für mich, der aus so einer Rock'n'Roll-Touring-Welt kommt, ist das tatsächlich aktuell mehr Punkrock als alles andere. Weil natürlich diese ganzen Philharmonien und Klassikhäuser dieser Welt das gar nicht gewohnt sind, dass da auf einmal eine Produktion kommt, ne? Dass ein Orchester, das ist ja eh schon 60 Leute, das ist eh immer ein wahnsinniger Aufwand. Dann kommt da auf einmal noch Licht, wird aufgebaut, Nebel. Also es ist immer sehr, sehr spaßig, aber bisher konnten wir wirklich sehr, sehr viele Leute auch zum Glück weltweit auch davon überzeugen, dass es Sinn macht, das ganze Ding. Wenn wir, ich komme gleich noch zu dem Prozess, wie überhaupt so ein Lichtdesign entsteht, aber es gibt immer einen Prozess dazwischen, das ist die Probenphase. Da sieht man ein bisschen, wie lebendig das ist. Das heißt, alle Gedanken, die ich mir mache und wenn ich anfange, das zu programmieren, ne, mit der Technik, die mir zur Verfügung steht, da habe ich ja erstmal ein Ziel, was ich erreichen möchte. Damit gehe ich dann in die Probe. Das nennt man so ein bisschen auch Produktionsproben. Meistens hat man dort eine große Halle zur Verfügung, wie ein großer Proberaum. Man baut alle Leute auf, man macht Soundcheck, man macht Lichtcheck und dann entwickelt man eigentlich ein bisschen die Dramaturgie mit dem Künstler. Und das ist eigentlich ganz witzig zu sehen. Man hat ja immer eine Setliste. Und dann geht es dann los, ne? Der erste Durchlauf, man macht sich Notizen, so viel man machen kann, ne? Alles klar, für den nächsten Durchlauf schreibt man sich wieder, programmiert man das um, ne? Der zweite Probetag wird immer chaotischer, es werden Sachen umgestellt, großes Chaos, ne? Also es geht los mit einem unbeschriebenen Blatt, stehen nur die Lieder drauf, erster Durchlauf, man macht sich die ersten Notizen, man sieht das ganze Jahr, das erste Mal auch in seiner vollen Gänze, wie sich das auch wirkt. Ne? Ich baue Dinge um. Der nächste Durchlauf, auf einmal gibt es eine neue Setliste, es werden Sachen gestrichen, es werden Songs umgebaut. Auf einmal funktioniert die Dramaturgie gar nicht mehr, was man sich vorher ausgedacht hat. Man muss das wieder umbauen, wieder. Meistens passiert das nachts. Ich kann leider sehr gut nachts arbeiten, wenn niemand anderes da ist und niemand ruft an und niemand stört mich. Das heißt, in so einer Produktionsphase ist mein Schlafhaushalt wirklich sehr, sehr, sehr gering. Darum. Der nächste Tag, es wird schon ein bisschen besser, man hat es hinbekommen, ne? Es sind nur noch Feinheiten und so weiter. Das ist ein riesiger Prozess mit dem ganzen Team, weil es ist ja nicht nur, ich mache ja nicht nur Licht, man hat Kameraleute, man hat Videodirektor, die den Live-Schnitt von Kameras machen zum Beispiel. Man hat die Band, man hat den Produktionsleiter, man hat vielleicht szenische Elemente, die hoch und runter fahren. Es ist ein riesen Rattenschwanz in einem Team, was es alles bedarf, da zu synchronisieren und weiterzumachen. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass das Lichtpult als Instrument in eine Situation gerät, dass es viel, viel mehr macht, als nur Licht steuern. Ne? Bei diesem Projekt, das war ein XR-Live-Konzert, Light Festival, hat das Licht neben dem normalen Licht und dem virtuellen Licht, hat es auch noch Samples abgefeuert, es hat Kameraschnittbilder gemacht, es hat Content eingefahren. Auf einmal sind wir so eine Multi-Master-Station geworden. Und das ist das andere Extrem, wie man nicht in seinem normalen Tempo arbeiten kann. Hier war es so hyper, super hyperaktiv,
Hier ging es wirklich on the fly, in dem Moment. Es gab nicht viel Vorbereitung. Man konnte gar nichts proben. Es war wirklich so, man nennt es hier Programmer. Ja, wir schreiben quasi Elemente, die wir wollen, werfen wir in den Computer und dann haben wir die Möglichkeit, sie abzuspeichern und sie wieder zu reproduzieren. Das war da oftmals gar nicht die Zeit. Das heißt, wir haben es wirklich live zusammengebaut, zusammengestellt und haben es dann in Realtime auch verändert. War ein großartiges Projekt und hat auch Spaß gemacht. Und war aber, nachdem es dann auch fertig war, habe ich dann auch gemerkt, was da eigentlich abging, weil ich war wirklich so total erschöpft. Ne? Ich hatte damals die große Freude und auch Chance, mich fast 10 Monate in Russland aufzuhalten mit einer russischen Künstlerin. Und das war auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung, weil das war zu einem Wendepunkt. Da kamen gerade neue technische Innovationen raus, die es aber zum Beispiel in diesem Land noch gar nicht gab. Das heißt, ich hatte das Problem, ich habe hier ein Lichtdesign gemacht, wir haben das auch hier in Deutschland geprobt. Dann kam ich nach Russland und es gab quasi fast nichts von diesen Instrumenten, die ich eingesetzt habe, gab es nicht, weil das war einfach noch nicht die Zeit dafür. Ne? Das heißt, die ganze Reise für mich fühlte sich auch ein bisschen an wie so ein Workshop damals. Wir waren zu zweit, wir waren also im Lichtdepartment. Ich hatte einen Cheftechniker mit, der probiert hat, die Ideen, die ich hatte, dort vor Ort umzusetzen. Und wir haben wirklich mit einer ganz grandiosen Firma dort auch zusammengearbeitet. Aber es wurde jedes Konzert, kam quasi ein neues Element, das wir eigentlich designt haben und es ging Schritt für Schritt weiter. Hier auch kurz zu zeigen, ich habe bisher auch noch nie erlebt, wie die Fans auch mit ein Teil der Show wurden. Die haben sich ganz viele kleine Dinge ausgedacht, die sie dann so Flashmob-mäßig auch integriert haben in die Shows und auch bei jeder Show anders. Das war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und das ist auch nochmal, was ich vorhin kurz sagte, was zeigt man, ne? Wenn so etwas passiert, dass Leute ihre Telefone hochhalten und selber als Licht fungieren. Wenn ich sie blinde und sie wegblase, dann kriegt man gar nicht mit, dass sie Telefone in der Hand haben und dass da vielleicht so ein wabertes Element passieren könnte. Ne? Oder hier die Kombination der Dinge. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Warum bin ich da? Das stelle ich mir immer wieder die Frage, wenn ich eine Show gehe, um was geht es hier gerade? Manchmal geht es auch nicht darum, Künstler oder Sachen zu zeigen. Manchmal ist es viel abstrakter, aber ich muss mir quasi trotzdem immer vor Augen halten, warum bin ich da? Und das ist dann so mein Ding. Ich bin als kleine Note, ich bin in der Lichtwelt auch aufgefallen, da meine Dinge immer beklebt sind mit bunten Tapes und so. Das hat tatsächlich damals in Russland angefangen, weil ich dachte, es muss hier ein bisschen bunter werden. Ich muss hier irgendwas dazu beitragen. Und das ist dann auch ausgeartet. Mein Puls sieht aktuell, sieht das dann so aus. Es gab mal eine Phase, da habe ich, glaube ich, für manche Veranstaltungsfirmen eher einen negativen Einfluss gehabt, aber für ihre Mitarbeiter einen positiven, weil sehr viele Menschen angefangen haben, natürlich ihre Sachen und ihre Instrumente zu bekleben. Bei mir ist es halt was anderes, das ist mein eigenes Puls. Ne? Bei den Veranstaltungsfirmen sind es meistens ja, man kann ja die Sachen auch mieten und benutzen. Ne? Ich glaube, die waren da ein bisschen manchmal nicht so sehr erfreut, dass sie immer das Tape dann wieder entfernen mussten. Hier zeige ich euch jetzt ein paar Dinge, wie so Bühnenshows entstehen können, was so initial Ideen sind. Ne? Zum Beispiel hier bei den Sportfreunden Stillern. Es sind immer, das meinte ich auch, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Inspirationen festhalten kann. Meistens sind es ja so kleine Momente in Gesprächen und dann sucht man sich irgendwas und skribbelt erstmal was hin, was man so machen möchte. Manchmal nimmt man das, was man gerade, wenn man zusammen am Tisch sitzt, zur Verfügung hat und fängt an, damit rumzuspielen. Dann gibt es den nächsten Schritt, dann fängt man an, aus den Ideensammlungen etwas zu konstruieren, was man in die Realität dann vielleicht auch zur Verfügung haben kann. Ne? Hier ging es erstmal um eine Festivalshow. Das heißt, bei uns war es dann auch wichtig, sich zu überlegen, wie können wir die Dinge schnell auf- und abbauen, weil beim Festival spielen ja viele Bands. Meistens hat man wirklich nur
eine halbe Stunde Changeover-Zeit. Halbe Stunde heißt aber, also Umbauzeit, halbe Stunde heißt 15 Minuten die Band, die gerade auf der Bühne stand, die vielleicht vor einem gespielt hat, und 15 Minuten wir, die unser Zeug auf die Bühne karren müssen, ne, mit den ganzen Stagehands, mit allen, die dazu haben. Das heißt, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Arbeiten. Kann man das überhaupt dann auch umsetzen? Ne? Und da geht es erstmal, man denkt erstmal groß und die Idee wird dann immer kleiner und kleiner, bis es halt wirklich so das gute Ding gefunden ist. Eine Kombination aus, man kriegt ein Budget, das muss man ja auch mit reinfließen lassen. Ne? Dann weiß man auch, wie groß das Ganze ist und dann natürlich die Machbarkeit. Man kann halt in dem Fall keine richtige Machbarkeitsstudie machen, weil man trifft da ja auch manchmal auch auf Situationen, die man vorher nicht ganz genau voraussagen kann. Aber wir werden immer besser mit den Jahren. Das war das Endprodukt aus der Summe an den ganzen Ideen, was dann passiert ist. Und man sieht hier ein bisschen, ich probiere natürlich, ne, man hat zwar ein klares Element, das man als Grunddesign nimmt, aber es lebt eigentlich dadurch, wenn es unterschiedliche Dinge dann auch beinhaltet und man es immer mehrfach auch nutzen kann. Ne? Dass es nicht nur in dem Fall der Sportfreunde-Schriftzug war, sondern dass es gleichzeitig auch ein Lichtelement war, andere Szenen und andere Atmosphären und Emotionen transportieren kann. Das ist immer ganz wichtig. Wie viel kann man aus einem Element rausholen? Manchmal ist es aber auch so, zum Beispiel, es gibt ja sehr, sehr viele Materialien, mit denen man arbeiten kann. Verschiedene Stoffe, man hat verschiedene Wertigkeiten der Stoffe. Die Stoffe haben wieder eine andere Funktion von dem Ganzen. Ne? Ne? Stoffe, die eher so knittrig sind und verformbar sind in der Art und Weise. Ja? Viele auch metallische Materialien, die man wunderbar nehmen kann, um eine Bühne zu gestalten. Und es ist quasi immer das Abwägen. Ne? Okay, vielleicht ist es das und das ist der Look der ganzen Show und das ist unser Design und das ist unser Gefühl, das wir transportieren. Oder wäre es geil, wenn es erst so anfängt, und also von Kupferfarben und dann wird es aber irgendwie Goldfarben. Das sind immer so Elemente, die man dann auch mit dem Künstler anfängt zu entwickeln. Ne? Manchmal kann wirklich was sehr, sehr Kleines am Start sein. Manchmal ist es was sehr Komplexes und es fängt immer an, sich zu bewegen und die Bühne kann sich quasi immer neu, komplett neu gestalten. Ja, es gibt da sehr, sehr viele Arten, wie man das machen kann. Ein wichtiger Punkt in dem ganzen künstlerischen Schaffen ist immer, dass es eine große Kollaboration ist zwischen den Künstlern, zwischen den ganzen Mitwirkenden, die bei so einer Show auch beitragen. Ne? Wenn man ein offener Typ ist, dann findet man auch wiederum in der Zusammenarbeit, auch gerade bei dem Schaffen, sehr, sehr viel Neues, was man vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen hat oder wo man nicht dran denkt. Ich hatte mit dem lieben Gavin war ein Lichttechniker von mir, und man hat oftmals auch Vorbands, Vorgruppen bei einer Show. Und es gibt manchmal auch Newcomer-Bands, die haben dann auch noch keinen eigenen Lichtmann, den sie mitbringen. Und dann mache ich entweder Licht oder einer aus meiner Crew hat Lust, auch Licht zu machen und so. Oder wir wechseln uns ab und betreuen diesen Künstler. Und der Gavin hat noch nie vorher Licht gemacht. Aber der wollte unbedingt Licht machen. Ich habe ihm ein paar Sachen hingelegt. Er wusste, wie er damit klarkommt. Und er hat das bedient. Ich bin zurückgegangen, habe kurz durchgeatmet, habe einen Kaffee getrunken, kam nach einer Viertelstunde zurück. Ich glaube, die Band hat so halbe Stunde, 35 Minuten gespielt. Und ich wollte gucken, ob alles okay ist, ob er klarkommt und so weiter. Und gucke auf die Bühne und dachte, ach, ist ja krass. Diese Farbenkombination habe ich noch niemals in meinem Leben benutzt. Kam mir noch nie im Sinn. Das war damals wirklich die Farben Magenta und Gelb. Ja? Die habe ich dann damals für mich neu entdeckt und habe die jetzt auch, glaube ich, die letzten Jahre auch immer wieder einen Song gefunden, wo ich Gavins Intention, diese Farbe zu wählen, aufgenommen habe und sie weitergeführt habe. Bei so einem Designprozess, es gibt immer verschiedene Stufen, wo Bands spielen werden. Die meisten Bands haben immer verschiedene Größen. Sie fangen klein an,
dann spielt man vielleicht auf Festivals, wo man einen Teil seines Sets, seines Stage-Designs mitbringt und dort in den vorhandenen Raum auch integriert. Aber ganz oft ist es auch so, dass die Elemente, die man für eine große Show entwickelt, leider nicht in die kleinen Venues dann reinpassen, weil sie dann schon zu groß sind. Also im besten Falle findet man Elemente, die man eigentlich auf jeder Stufe auch immer weiterführen kann, dass es skalierbar ist. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und es gibt, wenn ich anfange, eine Idee zu skizzieren, beschäftige ich mich natürlich mit der Band. Ich gucke mir an, was haben sie schon gemacht? Ich höre die Lieder an. Meistens ist es ja auch immer gibt es eine neue Musik, es gibt ein neues Album, was die Künstler auch zeigen wollen. Aber gleichzeitig gibt es auch ein Riesenrepertoire. Das heißt, im Falle von den Ärzten, die haben halt, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Songs wirklich. Und das Schöne bei den Ärzten ist, man kann nichts inszenieren. Sie sind auf der Bühne, sie haben eine Idee, sie werden das umwerfen. Es muss immer liquide bleiben. Man muss in der Lage sein, auf das, was da gerade passiert, einzugehen. Das ist natürlich sehr schwer. Es ist vor allem schwer, umso größer eine Bühne wird. In kleineren Venues hat Licht eine ganz andere Wirkung als zum Beispiel auf einem großen Festival. Ein Raum arbeitet nicht. Wenn du nur eine Lampe hast in einem kleinen, dunklen Raum, dann wird der Raum das Licht reflektieren. Du hast eine ganz andere Energie des Lichtes. Wenn du auf einem großen Festival bist, sind überall Buden, es ist überall hell. Ne? Du musst wirklich deinen eigenen Lichtraum erschaffen und eigentlich den Platz auch übernehmen, also mit großen Lampen, viel Leuchtkraft. Und wir haben letztes Jahr 4 Festivals gespielt, als Headliner, also wirklich große Bühnen. Und das war so ein erster Entwurf. Ne? Der zweite Entwurf, sieht man ein bisschen, ist das Logo, hat sich dann schon verändert. Das heißt, die Grundidee kam gut an. Bei mir war es dann wahrscheinlich so, dass ich aber Feedback von meinen ganzen technischen Directoren und mein Lichtchef bekommen habe, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Das heißt, ich habe das insofern ein bisschen vereinfacht, weil dieses Setting dann einfacher war aufzubauen. Nachdem ich das mit den Künstlern quasi die Marschrichtung oder auch das Gefühl festgelegt habe, designe ich weiter und irgendwann landet es dann so in einer technischen Zeichnung. Ich übergebe das dann meistens meinem Lichtcrew-Chef, der sozusagen ein Technical Design auch nochmal macht. Der nimmt quasi mein erstes Layout, er sieht ja, wie ich die Lampen angeordnet habe, was ich damit machen will und probiert es aber dann zu übertragen, dass es wirklich auch überhaupt möglich ist, so eine Show zu produzieren. Und es gibt dann, das ist dann auch werkenübergreifend, ne? Wir haben ja so viele verschiedene Level, in denen bei so einer Show gearbeitet wird. Ja. Hier zum Beispiel, das ist ein Riggingplan, ein Riggingplot. Das heißt, ein Rigger ist derjenige, der sicher geht, dass das alles sicher oben im Dach hängt, dass es nicht so viel Last hat, dass die Statik nicht kollabiert in dem Fall. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man vorher weiß, okay, wie viele Lampen sind das? Was soll es tun? Okay, es muss hoch und runter fahren können. Das heißt, Hebelwirkung, Statikberechnung, Gesamtgewichte, das ist unglaublich wichtig. Wir sind natürlich hier in Deutschland, arbeiten wir auf einem sehr, sehr hohen Level von der Sicherheit. Wenn man zum Beispiel nach Südamerika kommt oder so, da gibt es sowas nicht. Da gibt es vielleicht nicht immer die akkuratsten statischen Berechnungen. Da gibt es dann eher so Aussagen, hey, die Rolling Stones haben hier auch gespielt. Wann haben sie hier gespielt? Ach so, 1980. Ja, vielleicht sollten wir uns das nochmal angucken. Das heißt, da gibt es auch wieder andere Berufsstämme. Da arbeite ich mit Leuten zusammen, die kommen dann mit ihrem großen Aktenordner und sagen, hier, das bringen wir mit, ne? Wir brauchen so viel Strom, die Gewichte wollen wir aufhängen und zeigt doch auch mal bitte eure Bücher, dass wir uns das mal angucken können, ob wir das überhaupt zusammen auf die Bühne bringen können. Und da gibt es natürlich sehr viele interessante Herangehensweisen. Und das Schöne ist, Leute wollen das ja umsetzen auch. Das heißt, die Offenheit und auch die Manpower
dabei zu sein und so eine Show umsetzen zu kommen, ist immens. Ne? Es ist eine ganz besondere Energie, die da entsteht, wenn alle gemeinsam probieren, so ein Projekt umzusetzen. Hier sieht man zum Beispiel ein Design-Element, das ich gebastelt habe, weil ich wollte, was es macht an Licht. Und hier sieht man dann auch ein bisschen, wie es dann umsieht in der technischen Planung, ne? Was es dann auch bedarf, das überhaupt transportieren zu können. Ne? Also es sind wirklich dann die Kreativität, die ich ins Rollen bringe, hört quasi nicht auf. Auch wenn es dann vielleicht viel, viel technischer ist und für mich jetzt zum Beispiel nicht so interessant ist, weil ich will ja, mich interessiert das nicht, wie das hier so technisch aussieht, sondern mich interessiert ja, was kommt raus, was mache ich damit. Aber das ist genauso ein ganz elementarer und eventuell sogar noch ein viel wichtigerer Bereich in meiner Schaffensarbeit, die richtigen Leute zu haben, die das wirklich zu Ende führen, dass wir das überhaupt auf die Bühne bringen. Das heißt, vielen Dank an alle, die da immer im großen Team, die da mit am Start sind. In meiner Arbeit ist es ganz wichtig, es wird sehr hektisch. Manchmal wird es von vornherein, ist es sehr hektisch, weil sehr, sehr viele verschiedene Bereiche aufeinandertreffen. Jeder hat Dinge, die er umsetzen möchte. Es gibt viele Fragen. Ich bin zum Glück jemand, der umso lauter es um mich rum wird, umso ruhiger werde ich zumindest in meinem Außen. Innerlich brodel ich natürlich genauso und werde dann natürlich auch vielleicht manchmal dann ein bisschen straighter oder auch lauter oder bestimmter. Aber ich probiere natürlich immer respektvoll auch mit meinem Gegenüber umzugehen, also gerade wenn es jemand Fremdes ist. Und das muss man auch lernen. Das ist kein Ding, das man von vornherein mit sich bringt. Und es ist, ich finde, an alle Menschen, die so etwas machen wollen oder die auch auf Tour fahren möchten, das ist klar, du musst deine Technik beherrschen, du musst wissen, was du machen willst, aber ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass du wirklich ein guter Mensch bist, ein freundlicher, offener Mensch, der die anderen Leute offen in Empfang nimmt und mit ihnen probiert, in der Situation, in der du dich dann wiederfindest, da das Beste aus dem Abend und aus der Show zu machen. Und es gibt leider sehr, sehr viele Kollegen, das sind Koryphäen in ihrem Fach, die sind aber menschlich untragbar. Und bei mir gab es auch über die Jahre einfach ein Sieb. Ne? Viele Leute bleiben hängen, einige Leute sind durchgefallen, von denen ich weiß, die haben leider die falsche Energie. Damit will ich mich nicht auseinandersetzen, mit denen will ich nicht arbeiten. Auch wenn es heißt, dass ich vielleicht ein riesen Qualitätsmerkmal dadurch verliere oder ein Stück Kunst, weil sie wirklich da einzigartig sind mit dem, was sie machen. Bei uns geht da wirklich die Menschlichkeit vor und die Leute, die da am Start sind, mit denen ich arbeite, die sehen das genauso. Darum ein großer Aufruf, schaut, dass ihr eine coole Socke seid, dass ihr offen bleibt, netter Mensch seid. Ne? Es ist eine großartige Zeit, man kann durch das Internet, es gibt so viele Informationen, die ich damals nicht hatte. Ich habe einen ganz anderen Lerngang, ich habe alles durch Ausprobieren, durch andere Konzerte besuchen, Technik lernen, sich nach Hause Sachen ausleihen, zu gucken, wie das auschecken, wie geht das überhaupt, gelernt. Ne? Man hat so eine immense Möglichkeit, Wissen zu lernen im Moment. Jeder stellt sein Wissen im Internet bereit, nutzt diese Möglichkeit und arbeitet daran, dass ihr irgendwie ein guter Mensch werdet. Hier ein kurzes Beispiel, wie so eine, bevor man in so eine große Halle geht, wie das auch manchmal aussieht, ne? Proberaum von der Band, ne? Die ersten musikalischen Proben, die Band entwickelt ihr Programm, das Ganze. Ich probiere dann meistens dazuzukommen und dann schaut man, ja, wie soll man das denn, ne? Man sieht hier ein bisschen, die Band hat sich so aufgestellt, wie es in dem Raum möglich war, ne? Aber meistens will die Band nicht so auf der Bühne stehen auch. Das heißt, man fängt an, mit den Mitteln, die man dann in dem Moment vielleicht auch zur Verfügung hat, fängt man an, einfach Bühnenausstellungen zu machen. Ne? Elemente, die man anfassen kann, ist immer super. Ne? Man kann es ja dann später definieren, okay, das ist das Schlagzeug, das ist das Keyboard, aber es ist immer super, kleine Dinge zu haben, um das auszuchecken. In der Theaterwelt, die ganzen Bühnendesigner, die arbeiten tatsächlich immer noch nach wie vor mit Modellen. Die setzen sich hin wie Architekten,
basteln kleine Modelle, bringen das rein und dann wird es mit dem gesamten Cast, wird das quasi begutachtet und wird dann entschieden, naja, das ist möglich, man macht das so, man schiebt Elemente hin und her. Auch eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Wir machen das quasi mit 3D-Zeichenprogrammen. Ja, es gibt immer eine Phase, wie dann die Elemente entwickelt werden. Ne? Wir probieren das ein bisschen zu simulieren, wie sieht es aus, wenn wir Licht anmachen in dem Raum, wenn wir Projektoren nehmen und drauf ballern. Ne? Wenn man das alles zusammen hat, sieht man auch wieder hier, ne? Die Irrsinn an Technik, die dann zusammenkommt hier, die ganzen Lichtsteuerpulte, die Videolicht, andere Dinge steuern, die Tonfraktionen. Es gibt dann hier Videoschnittplätze für die Kameraleute, ne? Also ein riesen Ding oftmals. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, dann kommt das erste Konzert und dann geht es los. Ja, und man sieht, was man erschaffen hat, erstmal in der Gänze, wenn man es auch schafft, sich da überhaupt rauszuziehen und das Gesamte anschauen zu können. Es gibt innerhalb des Lichtdesigns, wenn man das auch ein bisschen anschaut, wo das herkommt, ne, das kommt natürlich ursprünglich aus dem Theater und als dann Turing losgeht, das war vor allem in England und Amerika, haben sich da sehr, sehr viele verschiedene Bereiche entwickelt, verschiedene Jobs innerhalb diesen großen Themas Lichtdesign. In Amerika ist es zum Beispiel eher gang und gäbe, da gibt es einen Lichtdesigner, der hat einen Programmierer, den er mitbringt und er diktiert ihm, das kommt aus dem alten Theater, der sagt ihm, okay, Cue Nummer 1, das Intro, das soll blau sein, Cue Nummer 2, ist die erste Strophe, da gehen wir über und bringen ein bisschen Weiß dazu, die Lampen werden hochgehen, wie auch immer. Ne? Der diktiert seine Vision seinem Programmierer und der Programmierer probiert das umzusetzen und emotional einzusammeln. Ich bin eher jemand, der das auch macht, aber es ist eher seltener der Fall. Meine Arbeit ist dabei, dass ich das quasi auch, ich bin meistens Designer und Programmierer in einer Person und sehr, sehr oft auch Performer. Das heißt, ich spiele quasi das, was ich programmiert habe und setze dann die Show um. Und zwar hat es damit zu tun, dass es sehr, sehr viele Künstler gibt, mit denen ich auch hauptsächlich zusammenarbeite, die jeden Tag auch Dinge ändern wollen. Ja? Da gibt es keine fixe Dramaturgie. Ich habe ein paar Künstler, die wollen das so, die proben das so, die wollen auch, dass es jeden Tag gleich ist. Aber es gibt sehr, sehr viele Künstler, die brauchen die Freiheit und den Rahmen, jeden Tag Dinge verändern zu können. Es gibt zum Beispiel, um das kurz zu erklären, in Amerika gibt es sehr, sehr viele Timecode-Shows. Timecode-Shows, ein Timecode ist ein Protokoll, das hilft, verschiedene Gewerke miteinander zu synchronisieren. Das heißt, auf der Bühne gibt es jemand, der drückt Play, ich kriege einen Sync zu meinem Pult und das Pult wird quasi von der Bühne aus gestartet. Und ich habe vorher wirklich auf diese Zeitachse jeden Event vorher bestimmt und festgelegt. Und das funktioniert aber nur, wenn die Band sagt, okay, wir spielen das und das Arrangement, das ist immer gleich. Wir spielen das in dem Tempo, das ist immer gleich. Sobald die Band anfängt, das Tempo zu ändern, weil es ihnen vielleicht live, ne, man ist aufgeregt, es könnte ein bisschen mehr Schwung haben, es muss ein bisschen schneller werden, funktioniert diese Timecode-Show schon nicht mehr. Das heißt, im besten Fall passiert es bei der Probe, dass die Band das schon merkt. Oftmals passiert es leider erst nach der dritten Show und dann muss ich mich quasi wieder hinsetzen und all die Events, die ich vorher auf das Tempo angepasst habe, wieder neu setzen und drum machen. Das kann dazu dann auch passieren, dass es einfach es hört gar nicht mehr auf. Ne? Wenn man einmal anfängt, in diesem System einzugreifen, man kommt gar nicht mehr hinterher, man ist jeden Tag, sitzt man jede freie Minute dran und probiert das irgendwie wieder hinzuschreiben. Das heißt, auch ein wichtiger Bestandteil von so Shows zu sagen, okay, ist das eine Live-Show oder ist das eine durchinszenierte Show? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mit den Künstlern auch im Vornherein und mit dem Musical Director probieren sollte, abzuklären, dass man da nicht in krasse Stresssituationen kommt oder es sogar dazu führt, dass man eine Show gar nicht fertig bekommt.
weil man die Zeit ja auch nicht hat, seine Programmierzeiten, seine Produktionszeiten. Und hier ein bisschen von Sarah Connor zu sehen, die letzten Arenentour. Mein Werdegang ist ein ganz einfacher. Ich bin wirklich immer mit meiner Situation gewachsen. Ich habe mich immer zum Glück, anscheinend habe ich da ein gesundes Selbstbewusstsein, dass ich mich immer in neue Situationen gerne hineinbegebe, auch wenn es oftmals bedeutet hat, dass ich überhaupt nicht wusste, auf was ich mich da eingelassen habe. Also Abenteuersinn ist da auch ein großer Antrieb in meinem Schaffen und ich bin dadurch gewachsen. Ne? Jede Situation, die ich hatte, es gab Dinge, wo du dann sagst, okay, shit, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ne? Man kommt das erste Mal in so eine Arena und man baut es auf und man merkt, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Scheiße. Ne? Und dann aber den Weg zu finden, dass man es trotzdem umsetzen kann, was man sich da gerade auch vorstellt. Oder manchmal sind es wirklich dann auch ganz, ganz elementare Dinge. Ne? Shit, wir haben vergessen, weil wir haben vorher in einem kleinen Club gespielt und jetzt spielen wir auf einmal in einer Arena. Unsere Follow-Spots sind viel zu dunkel. Die stehen jetzt auf einmal 50 Meter weit weg und nicht mehr 10 Meter weit weg. Das reicht gar nicht von der Leuchtkraft. Ne? Es kommt gar nichts mehr auf der Bühne an. Ich kann meine Künstler gar nicht zeigen. Ne? Und dann auch schnell zu improvisieren und einen Weg zu finden, da damit umzugehen. Ne? Your mistake was a hidden intention. Also dein Fehler war eine versteckte Intention. Habe ich zu meinem Grundspiel und zu meiner Grundaufgabe integriert in meinem kreativen Schaffen. Diese ganzen Technik-Abfucks, die passieren, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie reagiert man darauf? Du sagst, alles klar, Technik ist kaputt, die sind schuld, meine Techniker sind schuld, ich kann nichts dafür, ich kann nichts machen, sorry, ist das Ding. Ich bin nicht so. So wie ich aufgewachsen bin, so wie ich das erlernt habe, auch mit meinem Bruder, wir haben damals zusammen in kleinen Clubs gearbeitet, mein Bruder hat Ton gemacht, ich habe Licht gemacht. Und es ging da auch nicht. Es waren manchmal auch wirklich nur drei Lampen. Und ich hatte Steckdosen und habe Stecker rein und raus gedrückt. Bei der nächsten Show hat mein Bruder mir Fußtreter gebaut. Ne? Steckdosen mit Schaltern. Dann konnte ich schon 6 Lampen irgendwie machen. Ne? Und so ging es immer weiter, bis der Erste gesagt hat, guck mal, es gibt sowas wie ein Lichtpult. Ach ja, ist ja ganz geil. Cool. Und das war mein Werdegang. Ich bin natürlich sehr technikaffin und nehme das auch immer an, diesen Challenge. Aber vor allem, wenn wir hier dabei bleiben, der Fehler, ne? Der Fehler, den ich gerade gemacht habe, wer kriegt den Fehler mit? Als allererstes kriege ich den mit, weil ich weiß ja, ich wollte das nicht machen, es war aus Versehen, es war ein Fehler. Ne? Also ich führe vielleicht einen Fader oder habe 2 Fader oder habe den falschen Knopf gedrückt und es passiert auf einmal, ist eine Ballade und es ist ganz fragile Stimmung auf der Bühne und ich baller da auf einmal, alles Licht wird weiß und erhält den ganzen Raum. Was mache ich da draus? Ne? Ich probiere aus dem Zufall, der dort entstanden ist, das aufzunehmen als Challenge und probiere, den weiterzuführen. Vielleicht mache ich es dann nochmal. Und vielleicht mache ich es genauso unrhythmisch, wie ich es in dem Moment davor gehabt habe, dass die Leute denken, okay, das war jetzt gewollt. Ne? Weil der Moment ist ja dann vorbei. Keiner kann das ja nachproduzieren. Ne? Sie fühlen sich gestört oder sind kurz aufgewacht. Es gab, ich war mit einer, da kommen wir gleich dazu. Und es gibt verschiedene Arten von Technik. Es gibt große Lichtpulte, die ich sehr oft einsetze, weil sie auch bestimmte Parameter freischalten und mit sich bringen. Ich arbeite sehr oft im Verbund. Das heißt, unsere Pulte sind in einem Netzwerk und wir arbeiten quasi alle zusammen. Aus einem Pult werden mehrere Pulte und wir können alle auf alles eingreifen. Ne? Meistens bin ich, Anführungszeichen, der Master, das heißt, ich greife auf alles ein natürlich und kann meine Kollegen noch ein bisschen tweaken. Ja? Sie machen ihre Kunst, sie geben es mir und ich mische es live zusammen. Ob das jetzt Live-Kamerabild ist und ich will einen Effekt machen, dann mische ich den Effekt dazu. Oder ich ziehe das Kamerabild raus, ne? So die Dramaturgie entwickle ich dadurch. Und ich habe angefangen über die Jahre, da sieht man auch das Pult, das hier ist, bei kleineren Produktionen, vor allem wenn ich dann eher mit dem Rucksack unterwegs bin oder auch viele Flugreisen, wo man nicht viel Equipment mitgehen kann,
zu schauen, dass ich quasi so eine kleine portable Lösung mit dabei habe. Und ich habe dann gemerkt, im Laufe der Zeit habe ich die Elemente immer weitergeführt und habe gemerkt, ja, wenn ich Musikequipment benutze, bin ich quasi auch viel mehr Lichtspieler. Ich fange an, mit zu musizieren. Und your mistake was a hidden intention, um das auch zu kultivieren, fange ich quasi auch an und beschrifte meine Sachen gar nicht. Weil dann passieren die lustigen Dinge. Ich weiß nicht, was ich da, ich weiß sehr oft nicht, was ich am Nachmittag auf einen dieser Knöpfe gelegt habe. Aber ich finde es raus, während der Show. Und das ist für mich das Kultivieren von der Intention, die aus mich rauskommt. Zu merken, okay, jetzt, es ist in einer Zeit, diesen Regler, von dem ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich da reingelegt habe, auszuprobieren. Und, und das ist so für mich dieser ganz, ganz spielerische Umgang. Und ich konnte das kultivieren mit der Arbeit mit The Notwist. The Notwist ist eine deutsche Independent-Band, die wirklich weltbekannt ist. Und bei ihnen ist Improvisation ein riesen, riesen Thema. Es gibt immer halbe Stundenblöcke, wo sie wirklich anfangen zu improvisieren. Und ich habe gemerkt, dass ich quasi durch mein Lichtinstrument, das ich mir selber gebaut habe, viel mehr darauf eingehen kann. In der Klassik, was ich euch gezeigt habe, weil ich dort immer mit dem Dirigent und darauf eingehe, ich bin da, habe da mehr Möglichkeiten als in einem normalen Mischpult für mich, wenn ich eine Show, also wenn ich mitspiele, bevorzuge ich meine kleine, mein kleines Instrument, das ich mir geschaffen habe. Und bei Notwist ist auch sehr interessant und da merkt man vielleicht auch ein bisschen dieses, wovon ich vorhin schon sprach, was will man machen? Mit Notwist haben wir Konzerte auch in der ganzen Welt gespielt, in sehr kleinen Clubs, auf größeren Festivals. Wir haben meistens nie unser Equipment mitnehmen können, weil wir das einfach da, es ist nicht möglich in dem Rahmen, wo wir das machen. Das heißt, jeden Tag aufs Neue mit dem vorhandenen Dingen eine Show zu kreieren, hält wahnsinnig frisch und formt einen natürlich auch, Dinge zu entwickeln, wenn man die Chance hat, dann aus den Volleren zu schöpfen. Ne? Auch ein wichtiges Zitat, ne? Nicht die Mauer bauen, sondern immer einen kleinen Baustein davon und dann anfangen mit diesen Bausteinen, die man bildet, ein großes und ganzes, emotionales Ganzes zu erschaffen. Es gibt immer eine kleine Ursprungsidee. Ich höre die Musik und dann habe ich ein Bild vor Augen von Licht. Dann probiere ich das umzusetzen. Ich suche quasi die richtigen Lampen dafür, die richtige Technik, um diese Emotionen auszudrücken. Ne? Im Falle von Samy Deluxe waren es dann wirklich so Pixar-Style Glühlampen, die ich an eine große Holzwand aufgehangen habe. Der nächste Prozess ist dann, okay, jetzt habe ich quasi eine riesen Holzwand, die auf der Bühne ist, das sieht ja super aus, aber irgendwie stört es auch, wenn es die ganze Zeit da ist. Das heißt, der Weg, auf einmal ein Element zu finden, was kann man denn noch mit so einer Wand machen? Ne? Man kann sie zum Beispiel als Projektionsfläche nutzen, ne? Indem man einen Beamer drüber jagt und dann auf einmal wieder eine ganz neue künstlerische Ebene aufmacht. Ich arbeite sehr gern mit Videobeamern, weil das ist auch Licht. Ne? Ist ja ein Lichtstrahl. Ne? Da kann man sehr, sehr viele coole Sachen machen. Und zu dem Zeitpunkt, es steht in meinem Kopf nicht fest, alles klar, das Lied ist rot, das Lied ist blau, wie auch immer. Das ist immer ein stetiger Prozess. Ich ändere sehr viel nach den ersten paar Konzerten, wenn ich es das erste Mal selber auch dann im Kompletten gefühlt habe. Ne? Also ich bin ständig da für mich am Verbessern. Es gibt ja auch niemand anders. Wer soll es denn sonst machen? Das ist ja auch meine Aufgabe. Und ich muss damit zufrieden sein. Hier kurz nochmal zu der Künstlerin Melody Gardot. Es gab bei den Shows sehr oft, weil Melody Gardot findet eher in einem bisschen ruhigeren Ambiente statt. Ne? Jazzkonzerte, das heißt, man hat ein sehr, wie, ähnlich wie bei den Klassikkonzerten, man hat eine sehr, sehr große Bandbreite von Besuchern. Man hat sehr junge, man hat weniger Teens,
Und dann hat man quasi bis in alle Altersstufen aufwärts, die Leute. Und es gab das ein oder andere Mal, dass Menschen zu mir kamen, in der Pause oder beim Konzertende, die sich beschwert haben. Vehement, die waren richtig sauer. Warum? Sie haben mich das ganze Konzert geblendet. Und man kann da, ich brauchte auch eine Zeit, da erstmal mit umzugehen, als es dann auf einmal ein zweites Mal auch passierte. Und dann vielleicht sogar ein drittes Mal. Und ich habe dann gemerkt, alles klar, die Leute haben natürlich ihre Perspektive. Ich habe meinen Tunnelblick, ich stehe nämlich da und probiere das so schön und musikalisch wie möglich zu gestalten und zu inszenieren. Andere Leute, die sich das angucken, sitzen vielleicht auch wirklich in einem blöden Winkel und die Lampen, wie ich sie eingeleuchtet habe, treffen die. Und das hat mir zum Beispiel dann geholfen, darauf einzugehen in den Situationen. Wenn ich in einer großen Arena bin und meine Lampen auf dem Boden strahlen in einen gewissen Winkel und die Köln-Arena, das ist so eine große Halle, die ist wirklich bis unters Dach sitzen Menschen. Wenn man da nicht drauf kommt das erste Mal, man guckt nicht, man dreht sich nicht irgendwo und guckt an, was machen die Lampen eigentlich. Ne? Dadurch bin ich drauf gestoßen worden, das erste Mal auch mal zu gucken. Und dann habe ich gesehen, ja okay, die letzten 5 Reihen, die baller ich einfach das ganze Konzert, werden die nur in diese Lampen gucken, die auf dem Boden stehen, weil ich diesen Winkel gemacht habe. Das heißt, ich fange jetzt wirklich an, wenn ich ein Konzert einleuchte, nachleuchte, den ganzen Raum wirklich in Betracht zu ziehen. Ich drehe mich immer wieder an und gucke, okay, komm, drehe ich ein bisschen höher oder ich nehme die Lampe und drehe sie zum Notausgang, weil der Ordner, der da steht, der kann immer zumindest nochmal zur Seite gehen. Und ich habe gemerkt, dass es natürlich wahnsinnig hilft, wenn die Leute ein Problem damit haben, auch mit ihnen darüber zu sprechen. Und ich konnte die Leute dann besänftigen und sie fanden das auch gut, weil ich musste ihnen quasi auch sagen, hey, ihr wurdet ein Teil der Show. Ich habe diese Audience Blinder, nennt man das, um das Publikum hell zu machen. Große Flächenlampen, wirklich große Flächen auszuleuchten, hell zu machen, dass der Künstler auch das Publikum sehen kann. Weil der Künstler wird auch bestrahlt, der sieht oftmals gar nichts. Der ist total blind, wenn er auf der Bühne steht, mit dem ganzen Licht, was da auf ihn einballert. Ne? Der sieht vielleicht die ersten 3 Reihen und dann ist es nur ein Gefühl, dass da Menschen sind. Darum machen wir die Hallen hell, dass die Künstler auf der Bühne auch Interaktion üben können. Und das zum Beispiel einem älteren Publikum auch mitzuteilen, die da vielleicht auch nicht die Erfahrung haben und das so auch noch nicht erlebt haben, ihnen auch aufzuzeigen, guck mal, wir drehen gerade den Blickwinkel. Ihr seid auf einmal die Bühne für den Künstler, weil der Künstler kann euch jetzt sehen und ne, ihr seid ein Teil des Publikums, ihr seid ein Teil der Performance. Darum mache ich euch hell. Das hat die meisten, nicht alle, konnte ich aber so auf meine Seite ziehen und mit ihnen sie besänftigen. Und glaube ich, und wir beide haben dadurch auch wahnsinnig viel gelernt. Bei Melody Gardot habe ich gelernt, dadurch, dass wir wirklich auch immer mit fremdem Equipment gearbeitet haben, aber in dem Fall sehr viel Bühnenprops, ne, sehr viel Bühnendesign und verschiedene Materialien mit hatten. Es ist gerade, wie ihr seht, so ein Set, wenn du anfängst, in so einen Tunnelblick zu verfallen, dann kannst du dich wahnsinnig lange mit Dingen aufhalten. Okay. Sieht es so besser aus? Sieht es so besser aus? Nee, ich glaube, so sieht es besser aus. Ja, so sieht es am besten aus. Man macht was anderes, man kommt zurück. Nee, so wird auch eh viel geiler. Und man kann sehr schnell seine Zeit verlieren, vor allem, wenn man mit Dekorationselementen auch arbeitet. Und man muss, und das ist dann vielleicht auch ein bisschen mein Job, rauszuzoomen und wirklich zu sagen, um was geht es hier? Was möchte ich zeigen? Möchte ich die Performer zeigen? Ne? Mache ich eine Grundatmosphäre, ne, die wirklich auch ganz still sein kann und die sich auch vielleicht eine Stunde nicht ändert, vielleicht 5 Minuten nicht ändert, vielleicht 15 Sekunden nicht ändert. Das ist eine Sache, die ich entscheiden muss. Wie beleuchte ich Elemente, die ich aufhänge, um sie überhaupt in Szene zu setzen? Ne? Das ist ganz, ganz viel darin begründet, wie ich auch die Dinge interpretiere. Und was möchte ich zeigen? Was möchte ich enthüllen?
in meiner Show. Ne? Dramaturgie, ich kann kein anderes Wort nutzen, weil ich kein anderes Wort leider habe. Dramaturgie kommt jetzt nicht aus der Lichtsprache, sondern kommt ja eigentlich Theater, Film und so weiter. Wir benutzen oftmals Worte, die nicht aus unserer Sprache kommen, aus unserer Welt, weil sie aber sehr zutreffend sind. Ne? Und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, wenn ich mir Shows angucke, auch von anderen Künstlern, da gibt es ganz tolle Ideen, aber ich merke, dass oftmals vergessen wird, warum sind die Leute eigentlich da? Um was geht es ihnen? Was wollen sie zeigen? Ne? Ich habe immer das Gefühl, sie vergessen leider oftmals, warum sie eigentlich da sind. Da geht es um eine große Technikschlacht und einen Effekt nach dem anderen abzuballern, aber ich bin natürlich auch ein sehr kritischer Betrachter der Dinge, aber viele Shows bekommen mich emotional dann leider nicht. Gerade wenn man im absoluten Kreativstress ist, auch auf der Tour, ne? Es gibt manchmal Meinungsverschiedenheiten, es gibt Stresssituationen, habe ich gemerkt für mich, dass Dekorieren hilft wahnsinnig. Ne? Mit den Crews zusammen kleine Einzelinstallationen zu erschaffen, wo Leute, die sich interessieren oder alles ein bisschen auch mit Augenzwinkern zu betrachten. Ne? Das Ganze. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Tipp. Ne? Go outside, shut the door. Einfach mal rausgehen, die Tür hinter sich zuzumachen, den Kopf durchlüften. Ne? In Stressmomenten ist ganz, ganz wichtig. Zu einem anderen Bereich ist es auch wahnsinnig wichtig, wenn man schon die Chance hat, in neue Städte zu kommen, in fremden Ländern zu sein, kann ich jedem nur zu empfehlen, der auf der Suche ist nach Inspiration, wirklich die Zeit zu nutzen, vor die Tür zu gehen, die Kultur kennenzulernen, Museen zu besuchen, zu gucken, was geht ab. Vielleicht trifft man dann auch Menschen, mit denen man interagieren kann, ne? Das alles aufzusaugen, was euch da die Möglichkeit gibt, da unterwegs zu sein. Reisen ist wirklich sehr, sehr stressig. Mir kam oftmals das Reisen mehr als Job vor, als das eigentliche Ding, was ich da mache. Man hat einfach sehr, sehr wenig Zeit und es ist sehr, sehr intensiv, wenig Schlaf, immer auf der Hetze zum nächsten Flugzeug oder zum Zug. Ne? Man ist da sehr gefangen. Umso mehr ist es wichtig, da irgendwie einen Weg zu finden, Energien zu transformieren, aufzutanken, zu entlüften. Und man findet immer Motive vielleicht auch, ne, die interessant sind. Ne. Ich mache gerne Fotos und nutze das und mache auch kleine Filmchen. Und ich habe eigentlich bei jeder Reise, die ich gemacht habe, auch das verarbeiten können und konnte das integrieren in eine meiner Shows, Motive, die ich gefilmt habe oder wie auch immer, einzusetzen, dann als Motion Content bei einem ganzen Ding. Bei der ganzen Show. Es gibt oftmals Kreativsituationen, in die man kommt, wo man Leute dazu bewegen muss, das, was sie erlernt haben und was vielleicht auf Metern, auf Messgeräten, auf was auch immer, Instrumenten, mit denen sie auch täglich arbeiten, dass das in dem Fall, auch wenn es richtig erscheint, ne, und wenn der Wert richtig ist, den Sie da ablesen, das ist zum Beispiel oftmals, wenn man mit Kameras arbeitet, mit Ü-Wagen, wenn man live DVD-Produktionen macht oder live im Fernsehen Produktionen macht, hat man gelernte Leute, die natürlich da sehr gut sind in ihrem Fach, aber die haben halt bestimmte Richtlinien und Standards gelernt, mit denen sie arbeiten. Sehr, sehr, sehr wichtig ist es für mich, in meiner künstlerischen Arbeit, wenn ich das sehe und es mir nicht gefällt, natürlich auch zu wissen, was kann ich daran ändern? Und dann die Leute dazu zu bringen, hey, das ist jetzt vielleicht hier der richtige Farbwert, aber guck mal, wenn du hier ein bisschen drüber gehst und machst das hier gleich wieder aus, auf einmal haben wir einen ganz anderen Look und das ist, was wir wollen oder was ich finde, sieht viel, viel schöner aus. Ne? Ist ja alles relativ, aber aus meiner Sicht. Und es ist sehr wichtig, dass man sich da auch ein bisschen weiterbildet und dann weiß, wie man mit den Leuten sprechen kann, auf einer Respektebene, ne? Wenn es überhaupt zur Debatte steht, dass man darauf einen Eingriff nehmen kann oder Einfluss nehmen kann. Und man findet sich auf einmal auch wieder in Situationen,
Es wird alles größer, es wird alles schneller und es ist ein Erfolgsdruck oder es ist auch ein Druck, du musst jetzt quasi abliefern vom Ding her, weil alles wird größer, exponentiell, alles wird immer krasser, es wird immer weniger Zeit dafür, sich überhaupt vorzubereiten. Und ich habe einen Weg für mich gefunden, dass ich wirklich auch Vertrauen in mich lege. Ich komme dahin, ich weiß, was ich kann. Ich weiß es nicht bewusst, aber ich weiß es unbewusst. Und es wird schon, ich vertraue auf jeden Fall darauf, dass ich in dem Moment auch die richtige Entscheidung treffen werde. Und ich habe in der Vergangenheit ganz viele Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht richtig waren in dem Moment. Dadurch habe ich gelernt und habe mich auch weitergebildet. Es ist immer ganz wichtig, hört auf euch, was aus euch rauskommt in dem Moment. Und wenn ihr einen Vertrauten habt, sprecht mit denen kurz und schaut, wie ihr damit umgeht. Aber in meinem Werken ist wirklich 99% der Zeit, ist die Intention, die aus mir rauskommt, ist die richtige. Und ich werde immer danach handeln und das irgendwie weiterführen. Und dadurch gibt es dann die Möglichkeiten, dass man im Team zusammen auch immer wunderbare Installationen erschafft und die auch dann umsetzen kann in dem ganzen Ding. Vielleicht ist jetzt auch ein Zeitpunkt von denen, die hier sitzen, gibt es da irgendwelche Fragen dazu, die ich einfließen lassen kann, waren nicht alle von Anfang an da. Ich denke, es ist total okay vom Ding her. Ich bin ein bisschen durchgerauscht vom Ding her. Ich kann vielleicht kurz eine Ebene noch dazwischen schieben, obwohl das eigentlich nicht so, das haben wir eigentlich schon auch gemacht und gesagt. Ne? Also wichtig ist, dass ihr checkt, was seid ihr für ein Typ. Ihr müsst lernen, auf euch zu vertrauen. Ihr müsst lernen, auch Zeichen von Stress bei euch zu erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr seid ein Teil eines ganz, ganz kleinen, riesengroßen Ganzen. Wenn ihr auf einmal merkt, ihr seid dem Druck nicht mehr gewachsen, dann müsst ihr schauen, dass ihr eine Situation schafft, wo ihr andere mit dazu nehmt, die euch Sachen dann vielleicht auch abnehmen. Ne? Delegieren. Eine große Aufgabe in meinem Job ist wirklich zu sagen, okay, du mach bitte das, weil ich muss jetzt das machen. Ne? Man muss anfangen, ein bisschen wie eine Führungsrolle auch zu übernehmen und auch zu wissen, was kann man auf andere Leute aufteilen und ihnen auch vertrauen, dass sie es gut machen. Ne? Gerade wenn man in den Anfängen, man hat immer Angst, dass es falsch interpretiert wird, das Ganze, und dass jemand das nicht so macht, wie man das selber machen würde. Es ist ganz wichtig, mit den Leuten Vertrauen aufzubauen und Dinge weiterzugeben und dadurch dann auch wirklich cool durchatmen zu können. Ist es fertig? Das kann man jetzt übertragen und auf den Vortrag natürlich nehmen oder auf die Gesamtsituation. Wann ist dein Kunstwerk, das du erschaffst? Ist es eine Musikproduktion? Wann ist der Song fertig? Wann ist das Bühnenbild fertig und so weiter? Die Frage wird ja oftmals abgenommen, weil die Produktionszeit irgendwann aufläuft und es geht quasi auf Tour. Ich glaube, man hat als Künstler das Problem, dass man diese Frage für sich selber meistens nie beantworten kann, weil man immer in diesem Kreativprozess drin ist und da immer am Werkeln ist. Das, was ich vorhin sagte, dass in Amerika zum Beispiel nur Lichtdesigner diesen Job machen, die bringen eine Tour, bringen sie auf Tour, sobald das erste Konzert vorbei ist, verlassen sie die Tour. Ja? Oftmals auch ganz, ganz wichtig, weil du dann immer mit einem frischen Blick auch wieder dazukommen kannst und dir das angucken kannst und sofort siehst, was nicht funktioniert oder was vielleicht auch verändert werden muss. Ne? Wenn man ein Teil einer Tour ist, wo man jeden Tag auch Dinge verändern muss und so weiter, ist es wirklich sehr schwierig, sich rauszuzoomen und das Gesamte zu gucken. Ich schaffe es auch tatsächlich nur, indem ich die ganze Show aufzeichne und mir dann abends nochmal eigentlich angucke. Die Show ist vorbei, ich mache kurz Pause, ziehe mich zurück und gucke mir das ganze Ding nochmal an, um dadurch dann überhaupt die Chance zu haben, kleine Fehler zu entdecken oder es fällt mir auf, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dieses Zweifeln in der künstlerischen Arbeit ist, glaube ich, ein Prozess,
der fast so 45% oder mehr auch dazugehört. Ne? Sich immer wieder zu motivieren, dass man es doch schaffen wird, dass man über sich hinaus wächst, dass es weitergeht. Ne? Auf seine innere Stimme auch zu hören. Ne? Wenn man anfängt zu arbeiten und man hat eine gute Verbindung zu seiner inneren Stimme, dann ist es cool, weil man kann die ganze Zeit auch darauf zurückgreifen. Ne? Wenn man immer wieder gegen sich geht und nicht darauf hört, dann hat man irgendwann keinen Zugriff mehr drauf oder nicht so schnell Zugriff drauf. Dann muss man anfangen, sich wieder damit zu beschäftigen, sie zu schärfen. Ne? Darum findet einen Weg, mit eurer inneren Stimme zu arbeiten und sie zu hören, um die nutzen zu können, ne? In dem ganzen Ding. In meinem Schaffen gibt es das genauso. Ich bin ganz oft am Struggeln, ich bin ganz oft das am Hinterfragen, was ich mache. Scheiße, jetzt ist es schon wieder nur, jetzt improvisiere ich das ganze Ding schon wieder. Ne? Das war doch nicht der Plan. Wie soll ich denn diese Leistung auch für mich selber anerkennen, um daraus auch Energie zu schaffen, um das überhaupt durchzustehen? Ich habe ja eh keine Ahnung von dem, was ich tue. Ne? Das ist ja nur mein Gefühl. Und wenn man so Phasen dann auch überstanden hat, ist das großartig, weil du bist dann wirklich, du hast auch ein tolles Glücksgefühl, weil du kriegst ja die Emotionen auch mit, die dort entstehen von deinem kleinen Teil. In Verbindung mit Sound, mit der Performance wird es zu einem großen emotionalen Ganzen. Und das ist eigentlich das Schönste, was dann passieren kann in dem Moment. Man muss natürlich auch aufpassen, wenn man merkt, dass man immer nur negativ ist, vor allem seiner Arbeit gegenüber oder auch der Arbeit von anderen, ne, dann gibt es vielleicht, ist da ein bisschen mehr als nur, ne, dass man ein kritischer Mensch ist oder so. Manchmal ist es wirklich auch, es kann zu einer Depression führen oder ist es bereits da. Oder das Imposter-Syndrom, ne, dass du immer alles in Frage stellen musst, die ganze Zeit. Also da ist es auch wichtig für sich einen selber, das zu erkennen und sich Hilfe zu suchen. Ne. Gerade in Kreativbereichen ist das leider gang und gäbig, dass da Leute über ihre Energie und ihre Kapazitäten arbeiten und da leider dann stagnieren. Ganz, ganz wichtig. Es ist tatsächlich so, keiner weiß, wo die guten Ideen herkommen. Sie sind auf einmal da. Ne? Die machen ihr eigenes Ding jeden Tag. Es geht eher darum, einen Weg zu finden, sie wirklich mitzubekommen und einsetzen zu können. Ich werde sehr oft gefragt, wo meine Inspirationen herkommen. Das ist mittlerweile ist wirklich alles kann eine Inspiration sein. Alles zu seiner Zeit. Ihr seht, also Goethe sagte mal, wir werden durch das geformt und gestaltet, durch das, was wir wirklich lieben. Ich liebe meine Arbeit in der Musik, als Musikschaffender, als Lichtspieler. Und das ist das, was mich antreibt, das ist das, was mich zu Höchstleistung bringt. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, was ich da machen darf mit den ganzen Kollegen. Und es ist ein ganz, ganz großes Geschenk in meinem Leben, durch Musik andere Kulturen kennenlernen zu dürfen. Und wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr inspiriert habt, dann imitiert diese Idee nicht, sondern probiert sie nachzueifern. Durch dieses Nacheifern entsteht immer etwas Neues. Ihr bringt eure eigene Persönlichkeit rein, ihr verändert das, ihr nehmt andere Elemente dazu und schafft quasi in dem Moment etwas Eigenes. Ich sagte das vorhin schon, das ist wirklich elementar. Habt nicht den Fokus auf die negativen Dinge. Probiert die, auch wenn es in dem Moment weniger scheint, probiert wirklich auf die positiven Dinge den Fokus zu legen, nehmt die mit rein und probiert mit denen zu arbeiten. Ne? Irgendwann schafft man das für sein. Ne? Und vor allem seid einfach nett, seid nette Personen, seid nett zu den anderen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Ne? Es kommt alles zurück. Man wird sich, also aus meiner Erfahrung, man trifft sich tatsächlich immer zweimal und man erinnert sich immer an den Moment, als man den anderen Menschen getroffen hat. Ne? Nutzt diesen Moment. Ne? Seid einfach wirklich nette Menschen. Ich bin tatsächlich zum Ende gekommen oder komme zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Und es ist für mich selber
sehr, sehr spannend, darüber zu sprechen, weil ganz viele Prozesse, über die ich gerade auch gesprochen habe, sind mir natürlich nicht bewusst, weil ich sie einfach mache und darauf reagiere. Und es ist, man kann hier wirklich tagelang wahrscheinlich auch drüber sprechen. Es ist sehr, 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 ein sehr, sehr großes Feld, was Lichtdesign überhaupt ist. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick in diese Welt der Musiklichtgestaltung und so, wie ich die Dinge nutze und wie ich daran herangehe, gefallen. Ne? Passt auf euch auf. Die Zeit ist intensiv. Ich bin mir sicher, die Zeit wird sich auch wieder verändern, und probiert positiv zu sein und sucht euch, gerade die Kreativen von euch, probiert, sucht euch neue Herausforderungen, nutzt die Zeit, lernt neue Dinge, connectet euch mit den Menschen, die ihr vielleicht lange nicht gesprochen habt, und ich hoffe, ihr haltet alle durch. Alles Gute.